Hallo, liebe Star Citizen-Fans, willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von, keine Ahnung, wie nennen wir es jetzt, Star Citizen Insights oder wie wollen wir es sonst nennen, Verse Talk 2.0? Lasst doch mal einen Kommentar da, ob euch das so gefällt. Also ich bin für Verse Talk 2.0. Ich bin's nämlich wieder, euer Star Citizen Proof. Und heute haben wir so viele spannende Themen und Neuigkeiten rund um Star Citizen, dass es ja schon kaum zu fassen ist, was da alles neu auf uns zukommt. Schnallt euch an, denn es wird wirklich aufregend. Und viel. Doch bevor wir anfangen, noch ein paar Worte von mir. Wenn ihr das skippen wollt, dann tut das. Ich werde euch hier Timestamps machen, damit ihr die Inhalte auch besser dann skippen könnt, wenn ihr wollt. Also, ich freue mich, dass ich wieder Zeit finde, dieses Format für euch bereitzustellen. Lange habe ich überlegt, wie ich das wieder in Angriff nehmen kann oder ob ich einfach weiter auf der Nobifier mit den kurzen Zusammenfassungen von ihm als Übersetzung weitermache. Nun, das ist auch recht aufwendig und zeitraubend. Auch wenn Nobifier selbst mir wirklich gut beisteuert und mir auch schon vieles zur Verfügung stellt, ist es dennoch zeitraubend. Daher auch wieder der kleine Schritt zurück zu eigenen Inhalten, die euch hoffentlich genauso gefallen werden wie zuvor. Oder noch besser, noch mehr als zuvor. Das wäre ja mal was. Ich werde nicht immer alles, was gerade in den Shows zu sehen ist, bringen. Also vor allem auch nicht zeitlich, weil es auch für mich zeitlich sehr schwer ist, das zu machen und es mich auch sehr einschränkt. Und ganz einfach, es nimmt auch viel Zeit selbst in Anspruch. Manchmal sind auch die Inhalte nicht so interessant, dass man darüber ein Video machen muss in den Shows. Also ich möchte euch allerdings auch die wichtigsten Inhalte und Änderungen in Star Citizen näher bringen und mit euch darüber diskutieren. Daher habe ich mir überlegt, stets montags, also sofern es mir möglich ist, auch montags fertig zu werden damit, ein Video zu den aktuellen Dingen in Star Citizen rauszubringen. Gerne könnt ihr mir auch Vorschläge in die Kommentare oder sonst wo schicken, Discord oder wie auch immer, über was ich mal gerne ein Video machen sollte. Also das würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr selber auch mal sagt, hey Proof, mach doch mal ein Video über dies oder das und ja, warum nicht? Können wir gerne machen. Und ja, lasst es uns wirklich Verse Talk nennen. Verse Talk 2.0. Da es auch eher so ein Format ist, in dem ich ein wenig über die Inhalte von unserem Lieblingsspiel plaudere und meine Gedanken dazu auch mit euch teile. Diskutieren können wir dann gerne in den Kommentaren oder in den Livestreams auf Twitch oder auch gerne auf Discord. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hatte auch geplant, weg vom Infotainment und mehr in Richtung Entertainment zu gehen. Das habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr den Ares-Song kennt. Falls nicht, ist er hier oben mal verlinkt. Neu dazugekommen ist jetzt auch, dass ich ja diesen Kanal nicht mehr alleine betreibe, sondern mir Hilfe gesucht habe mit dem Tavi Spectre, also dem Tim. Und der greift mir auch gut unter die Arme und macht auch das ein oder andere Video. Hat er ja schon gemacht und bringt er ja auch noch in Zukunft. Ich freue mich darüber. Und das bringt den Kanal auch nur weiter voran. Und wir haben schon alles oder einiges, vieles zusammen ausklabustert, was wir in Zukunft bringen wollen, um euch hier auf dem Kanal weiter guten Content und interessanten Content zu liefern. Von ihm habt ihr ja schon den CCU Guide, also vom Tim. Den habt ihr doch schon gesehen, oder? Falls nicht, da oben ist er verlinkt. Also es gibt wirklich ganz viel in diesem Jahr, was auf den Kanälen wie YouTube, TikTok, Instagram X und Facebook, auch Twitter und Discord passiert. Ich freue mich drauf, auf die Reise mit euch, auch die Reise weiter mit euch fortzusetzen und auch auf die Inhalte von Tavi. Ich hoffe allerdings, ihr auch. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Danke, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet, so lange bei mir seid und hey Mann, wir haben die 500 Follower überschritten. Ich finde das richtig klasse. Ja. Weiterhin verfolgt ihr meine Videos, meine Posts auf den Social Media Kanälen und dafür kann ich ganz ehrlich einfach nur Danke sagen. Und mit diesen Worten lasst uns mit dem eigentlichen Video beginnen. Starten wir mal mit dem, was in Inside Star Citizen am Donnerstag letzte Woche gezeigt wurde. Die Show hieß Extra Vehicle Particular und es ging zu Beginn um die Neuerungen im Extra Vehicular Activity System, nennen wir es einfach, wie wir es immer nennen, EVA.
Das ist sozusagen der Spacewalk-Modus und ich kann euch sagen, es gibt aufregende Veränderungen im erwarteten Update 3.23 sind wir schon, ja. Wenn ihr bisher dachtet, dass das alte EVA-System nicht so toll sei, dann seid ihr damit definitiv nicht allein. Das alte EVA-System hatte so seine Tücken mit unkontrollierbarem Verhalten, unangenehmen Ein- und Ausstiegen aus Raumschiffen und diesem merkwürdigen Drehen des Körpers beim Bewegen des Kopfes. Aber es gibt ja gute Nachrichten. Die Entwickler haben zugehört und arbeiten an etwas richtig Aufregendem. Wir haben es ja schon gesehen auf der CitizenCon. Und übrigens werden wir in den nächsten Shows immer wieder solche Inhalte sehen und wie sie implementiert werden. Da jetzt viele der Entwickler von Squadron eben auch zurück zum PU kommen und die werden diese Dinge jetzt dieses Jahr, wie auf der CitizenCon letztes Jahr gezeigt, auch immer mehr ins PU implementieren oder integrieren, wie man es nennen will. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber ich kann es kaum erwarten. Erinnert ihr euch an das nervige Flipping im alten System vom EVA? Das ist jetzt Geschichte. Die Kamera und der Kopf bewegen sich zuerst, bevor sich dein Körper dreht. Du schwebst jetzt gewissermaßen im Superheldenmodus durch das Universum. Stellt euch mal vor, wie cool das sein wird. Ich find's schon richtig geil. Aber das ist auch noch nicht alles. Der Ein- und Ausstieg wurde ebenfalls verbessert. Du musst dich schon wirklich ziemlich dumm anstellen, um jetzt aufs Gesicht zu fallen, denn das passiert nicht mehr so leicht. Also weniger Gesichtslandungen demnächst in Raumschiffe aus dem EVA heraus, das ist doch mal was, oder? Und das Drehen auf der Stelle fühlt sich jetzt viel natürlicher an. Du bewegst dich einfach weiter in die Richtung, in die du gerade schaust und das so lange, bis du anhältst. Das erinnert fast an den Decoupled-Modus bei Raumschiffen. Und das Beste steht uns noch bevor, denn jetzt kommt's, EVA Fuel wird auch noch irgendwann kommen und das bringt dann noch mehr Spannung ins Spiel, wenn man einfach nicht mehr unendlich lange mit dem EVA Gas geben kann. Aber Moment, es wird sogar noch besser. Schaut euch mal die Zero-G-Traversierung an. Ja, ich hab's deutsch benannt. Klingt komisch, ist aber so. Das bedeutet nämlich, dass du förmlich an der Oberfläche entlang gleiten kannst. Sei es an Stationen, Trümmern oder anderen Schiffen. Stellt euch vor, wie cool das sein wird. Die Möglichkeiten sind hier irgendwie total grenzenlos. Du gehst mit dem EVA raus und fummelst dich da am Schiff lang. Schon cool. Also ich freue mich drauf. EVA Fuel wird eine neue Überlegung beim Navigieren im Weltraum sein, weil du wirst eine begrenzte Menge an Treibstoff haben. Und das kann den entscheidenden Unterschied machen, wenn du schnell zurück zum sicheren Schiff oder Raumstation willst. Ja, und dann hast du kein Fuel mehr. Übrigens setzt das auch den Grundstein für Zero-G Push and Pull, was später noch mehr Bewegungsfreiheit bedeuten wird. Und aufregende Zeiten stehen uns also da bevor, was das EVA angeht. So, das war's jetzt aber auch erstmal für das EVA-System. Aber wir haben noch so viel mehr zu besprechen. Bevor wir jetzt jedoch weitergehen, werfen wir kurz einen Blick auf das P-Piss. Nee, Pi-Piss, haben sie es gesagt. Ich muss auch lachen, weil es Kuchenpieseln, ja? Also Pi, Kuchen, Piss, kann sich, glaube ich, jeder denken. Sie hatten es sogar vorher andersrum genannt, Piss-Pi. Also, ich weiß nicht, wie die immer auf so ein Dinger kommen. Aber pass auf, das bedeutet einfach das Player Interaction System, PIS. Klingt kompliziert, oder? Aber nee, glaub mir. Es wird das Spielerlebnis auf ein ganz neues Level heben. Das bisherige System war irgendwie nicht so nützlich, oder? Und keine Sorge, hier kommt die Rettung. Das neue Interaktionsprompt macht es viel schneller und intuitiver. Du drückst einfach F und es zeigt dir nicht nur an, mit welchem Gegenstand du interagieren wirst, sondern auch, welche Art von Aktion durchgeführt wird. Du musst nicht mehr in den vollen Interaktionsmodus wechseln, in Anführungsstrichen, um das dann zu machen. Das macht alles viel schneller und angenehmer und das Beste daran ist, du kannst Standardaktionen nach Belieben anpassen. Ja, ganz einfach. Das wilde Herumgeklicke beim Interagieren war gestern und das Suchen mit der F-Taste, wo ist denn der Trigger oder wo ist denn das, das ist alles weg. Das neue radiale Interaktionssystem macht alles viel einfacher. Du kannst auf eine viel intuitivere Weise wählen, was du tun möchtest. Kein nerviges Suchen mehr nach der richtigen Option. Es fühlt sich fast so an,
als ob es keine Barriere mehr zwischen dir und der Interaktion gibt. Mann, das habe ich ja schön gesagt. Aber Moment mal, es wird noch besser. Du kannst jetzt auch ganz einfach zwischen den Haupt- und Sekundäraktionen wechseln, ohne in den vollen Interaktionsmodus zu gehen. So kannst du demnächst für bestimmte Objekte direkt festlegen, was du damit machen willst. Bei Harvestables wie Erzen oder Pflanzen oder auch Munition kannst du festlegen, dass diese gleich gestort werden sollen. Wobei bei Waffen vielleicht direkt ausgerüstet werden sollen. Das kannst du selber festlegen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel. Das macht die ganze Sache nicht nur schneller, sondern auch angenehmer für dich als Spieler. Deine Interaktionen werden so viel reibungsloser verlaufen und du wirst dich fragen, wie du jemals ohne diese Funktion vorher ausgekommen bist. Ach ja, und vergiss nicht das neue Scoring-System für Interaktionspunkte. Das sorgt dafür, dass die wichtigsten Punkte für dich priorisiert werden. Kein versehentliches Auswählen des falschen Objekts mehr inmitten all des Chaos. Das ist wirklich eine clevere Ergänzung für die Spielerfahrung und wird die Spielerfahrung auch maßgeblich verbessern, meiner Meinung nach. So, das war auch eine Menge an Infos auf einmal, oder? Und wir sind noch nicht am Ende, nee. Aber wir nehmen uns Zeit, denn es gibt so viel mehr von Squadron 42 Entwicklern, die nun ins Persistent Universe zurückkehren, um die auf der CitizenCon gezeigten Features jetzt umzusetzen. Das verspricht wirklich einige aufregende Änderungen und Verbesserungen für die kommenden Updates. Auf welches Feature freust du dich denn am meisten? Schreib's mir doch mal in die Kommentare. Neue Star Map. Neue Star Map. So, und nun lass uns mal über das letzte Star Citizen Live vom Freitag reden, wo die neuesten Entwicklungen und Änderungen für Alpha 3.23 vorgestellt wurden. Ich kann schon nicht mehr sprechen hier. So ist das im neuen Verse Talk. Weniger schneiden, mehr sprechen. So, Jared, begleitet von hochkarätigen Entwicklern JJ, André und Nick, präsentierten eine Änderung im üblichen Format und weichten damit von dieser Standardfragerunde mit dem Game Director ab. Stattdessen liegt der Fokus auf Alpha 3.23 und bietet Einblicke in die laufende Entwicklung sowie geplante Änderungen für das bevorstehende Update. Die Show beginnt mit einer Einführung durch den Assistant Design Director, die Titel ändern sich ja auch immer wieder, der verschiedenen Designteams für Squadron 42 und Star Citizen leitet. JJ hat eine beeindruckende Geschichte bei Star Citizen. Ein erfahrener Entwickler, der uns durch Höhen und Tiefen des Spiels geführt hat. So, Jared. Kurz zusammengefasst. Die meisten der heute besprochenen Features erwarten uns in Alpha 3.23. Aber, und das ist besonders aufregend, es gibt Überraschungen und geheime Inhalte, die wir erst beim Release entdecken werden. Haha, ist ja wieder toll. Na gut, bin mal gespannt, was das für Dinge sein sollen. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben, ihr Leaker. So. Die Diskussion berührt den Fortschritt von Funktionen wie EVA, Extra Vehicular Activity, und betont die zukünftige Einführung von Ausrüstungen wie EVA-Rucksäcken mit mehr Treibstoff und Sauerstoff für erweiterte Raumforschung. Aber Vorsicht, EVA-Fuel und Zero-G-Traversierung kommen nicht mit der Alpha 3.23. Bin ich ja mal gespannt. Also ich dachte, es kommt. Egal. Kommen wir mal weiter. Da haben sie sich vielleicht widersprochen oder ich habe mir widersprochen. Könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar zu dalassen. Die Devs erkennen die unterschiedlichen Bug-Niveaus in verschiedenen Testphasen an. Vom Alpha-Spiel bis zum Evocati. Ja. Sie drücken ihre Wertschätzung für die Anstrengungen des Entwicklerteams aus und insbesondere beim Erfassen von EVA-Aufnahmen während der Netzwerkintegration, haben sie angesprochen. Die Konversation wechselt zum Interaktionssystem, wobei die clevere Funktionalität hervorgehoben wird, Aktionen basierend auf Nähe und Kontext zu priorisieren. Der Design Director erläutert auch die bevorstehende Änderung an den Verteilungszentren für Fracht und verspricht einzigartige Layouts, Fraktionen und eine fortgesetzte Evolution über Alpha 3.23 hinaus. Sprich, das wird natürlich noch weiterentwickelt. Ein Highlight erwartet uns also mit den Distribution Centern. Missionen und Aktivitäten warten an diesen Orten. Und auch darauf bin ich sehr gespannt. Also neue Missionsgeber. Ja, finde ich cool.
Die Verbesserungen im Kampf stehen auch im Mittelpunkt der Show, mit Anpassungen an den Schiffsgeschwindigkeiten für ein engeres und persönlicheres Kampferlebnis. Ja, die Master Modes, ne, werden nochmal ausführlich in einem anderen Inside Star Citizen in der Zukunft behandelt und machen aber im Hintergrund auch Fortschritte. Die Nähe im Kampf wird die Action und die visuelle Aspekte des Spiels auch nochmal deutlich mehr hervorheben. So, und dann kamen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich dem Präzisionszielen. Das kehrt zurück und ermöglicht es, gezielt bestimmte Komponenten oder Teile eines Schiffs anzugreifen. Ja, total cool. Braucht man vor allem gegen Großkampfschiffe, finde ich. Wenn man da die Engines ausschaltet, ist es doch auch viel cooler, als wenn man das ganze Schiff komplett runterballert. Oder was meint ihr? Ich finde, das ist eine willkommene Ergänzung für das taktische Gameplay. Und dann ging es weiter in der Diskussion um die Änderungen an den Waffengimbals, wobei die Größenbeschränkungen aufgehoben werden und Schiffe größere Waffen ausrüsten können. Eine kurze Erklärung für die, die es nicht wissen. Gimbals sind kleine bewegliche Waffentürme für Schiffe. Bisher konnte man nur eine Stufe kleiner der Waffengröße an einen Gimbal anbringen. So konnte man zum Beispiel an Size 3 Gimbal nur eine Waffe der Größe Size 2 anbringen. Den Vorteil eines Gimbals ist, dass dieser eben beweglich ist und somit die Waffe besser das Ziel nachverfolgen kann. Zum Beispiel, wenn man auch in diesem sogenannten Gimbal-Mode fliegt und sich sozusagen das Auto-Aim im Spiel zunutze macht. Was haltet ihr davon? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das Team spricht auch über das Feature Ammo Repining, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, als Möglichkeit, Munition zu komprimieren und Flexibilität in Kampfanzügen zu bieten. Sprich Magazinnachfüllungen, dynamische Fadenkreuze und andere Verbesserungen für FPS-Waffen werden in Alpha 3.23 eingeführt. Langfristig werden Rüstungen und Anzüge unterschiedlich Vorteile für verschiedene Aktivitäten bieten, zum Beispiel für jemanden, der Mining macht oder jemand, der gerade ein Pilot ist oder ein Medic und so weiter. Ja, da gibt es dann verschiedene Anzüge für. Ich finde das persönlich ganz cool. Visier und Visiergläser sowie Anpassungen am HUD einschließlich Kompass und Minimap, juhu, werden mit Alpha 3.23 kommen. Eine verbesserte Sternkarte bietet Suchfunktionen und eine bessere visuelle Darstellung. Yes! Darauf warte ich wirklich. Also, wer wartet nicht auf die neue Star Map? Schreibt mir gerne mal einen Kommentar dazu, wenn ihr wollt, in die Kommentarsektion. Ein neues Kompass-Feature wird auch vorgestellt, das eine Richtungsanzeige auch im Weltraum bietet. Sie diskutieren über die Entwicklung der Charakteranpassung, die so einen skulpturähnlichen Ansatz für einzigartige Charaktererstellung verwendet. Das heißt, die Charakteranpassung bekommt also ein Upgrade mit 9 Scans und einem fein abstimmbaren Editor, Make-up, Haarfärbemittel und weitere einzigartige Anpassungsoptionen sind ebenfalls geplant. Neue Charakterscans und ein überarbeiteter Charakteranpassungseditor werden mit 3.23 ebenfalls eingeführt. Ihr werdet übrigens zwei Möglichkeiten haben, euren Charakter anzupassen. Den Standard-DNA-Mixer, wie wir ihn jetzt haben, und einen feineren Editor, der es euch erlaubt, den Char manuell anzupassen, also das, was ich gerade erklärt habe. Auch das haben wir natürlich schon auf der CitizenCon gesehen letztes Jahr und wird jetzt schon mit implementiert. Ich bin echt begeistert. Dennoch werden uns einige Funktionen in der 3.23 vorenthalten, also mal sehen, was dann noch kommt. Oder? Was meint ihr? Dann ging es noch um Freight Elevators. Instanzierte Hangars und eine verbesserte Frachterfahrung stehen nämlich ebenfalls auf dem Programm. Das wird aufregend. Ich bin gespannt. Neue Missionen, darunter eine Blockade-Runner-Mission, ein großes Xenothreat-Update und ein Pre-Xenothreat-Event warten auch noch auf uns. Ein neues Loot-System und eine überarbeitete Shopping-App sind ebenfalls auf dem Weg. Also das ist noch Zukunftsmusik. Ich glaube nicht, dass sie das, also so habe ich zumindest verstanden, dass das jetzt schon alles in 3.23 kommt. Und die Show wechselt dann auch zu einem anderen Segment mit Mitgliedern des britischen Wirtschafts-Economy-Teams, André und Nick. Also nein, jetzt nicht von der britischen Wirtschaft, sondern von der Wirtschaft-Economy im Spiel. Ne? Sie gehen auf die Feinheiten der Wirtschaft im Spiel ein und erklären, wie Faktoren wie Entfernung, Schiffsgröße und Hersteller später auch einen Einfluss auf die Preise von Gegenständen haben werden. Das Team deutet auch auf laufende Arbeiten und zukünftige Pläne für die Wirtschaft hin.
Die Wirtschaft ist mehr als nur eine Hintergrundfunktion. Sie soll den Spieler tatsächlich tief in die Welt von Star Citizen eintauchen lassen. Und noch mehr. Mein Gott, es hört ja gar nicht mehr auf mit Infos hier. Es wird substanzielle Preisänderungen in Alpha 3.23 geben, die nach einer langen Testphase festgelegt wurden. Zum Beispiel wird eine Pisces C8R etwa 500.000 Alpha UEC kosten, eine Arrow 2 Millionen Alpha UEC, eine Constellation 10 Millionen Alpha UEC, eine Hammerhead 40 bis 50 Millionen Alpha UEC und eine 890 Jump wird dann so um die 70 bis 80 Millionen Alpha UEC in-game kosten. Ich finde diese Änderungen persönlich ganz gut, weil man kann momentan sehr schnell Geld machen und hat sehr schnell die Schiffe auch. Ja, dann muss die Economy in der Hinsicht auch angepasst werden, oder? Was meint ihr? Findet ihr die Preiserhöhung gut? Ich persönlich muss sagen, ich finde die sehr gut und ich freue mich schon drauf, dass man jetzt nicht mehr so leicht alle Schiffe in-game sich holen kann. Lasst es mich wissen, weil ich bin der Meinung, dass man momentan viel zu einfach an die Schiffe drankommt. Ja, es ist eine Alpha und ja, ich kenne auch die andere, die Gegenseite, kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, warum macht man das denn in einer Alpha? Man soll doch die Schiffe auch testen können, bevor man sie mit Echtgeld kauft und so weiter. Ich kenne die Argumente alle, aber ich persönlich finde es ein guter Schritt, dass man jetzt die Preise im Spiel anpasst. So, dann geht es auch schon zum letzten Segment. Da drückt Jared nämlich seine Dankbarkeit für die Unterstützung der Community über die Jahre hinweg aus und versichert den Spielern, das Engagement des Teams, das beste MMO-Weltraumerlebnis abzuliefern. Die Show endet mit der Vorfreude auf das bevorstehende Alpha 3.23 Update und der kontinuierlichen Entwicklung von Star Citizen. Uff, da kann man ja erstmal durchatmen, oder? Das war wirklich eine Menge an Informationen und das trotzdem ist das erst der Anfang. Apropos, jetzt wird's nochmal richtig aufregend für euch. Wir haben hier nämlich für euch ein fantastisches Giveaway vorbereitet. Das LTI Gattax Yulin Starter Pack samt drei exklusiven Skins. Ja, richtig gehört. Du könntest schon bald der stolze Besitzer dieses unglaublichen Star Citizen Starter Pakets sein. Stell dir vor, du hast noch kein Paket gekauft, hast noch keinen Account, dann natürlich auch unten verlinkt, kannst du dir einen Account erstellen mit meinem Referral-Code und dann bekommst du vielleicht auch nochmal was später, wenn du zum richtigen Zeitpunkt das auch machst. Dazu in einem anderen Video mehr oder eben schaut euch das CCU-Video nochmal an vom Tim. Da ist das auch erklärt mit dem Referral-Bonus drin. Aber stell dir vor, du bist neu und gewinnst direkt ein Starter-Paket. Ist doch cool, oder? Und das Beste daran ist, die Teilnahme ist kinderleicht. Alles, was du tun musst, ist, die aufgeführten Aufgaben zu erledigen und immer mal wieder nachzuschauen, ob es was Neues gibt, um noch mehr Punkte zu sammeln. Und das ist noch nicht alles. Ihr kennt ja die goldenen Tickets für die F8, die es gab. Oh, da bin ich ans Mikrofon gekommen. Wir haben auch goldene Tickets erstellt für dieses Giveaway und die findet ihr in meinen Videos, in den Livestreams. In den letzten Livestreams wurden schon einige Tickets gezeigt. Auf meinen Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram und X könnt ihr da gerne reinschauen. Den Code könnt ihr dann eingeben, um noch zusätzliche Punkte zu sammeln, um die Gewinnchance zu maximieren. Huch, da wollte meine Stimme nicht mehr. Die Spannung steigt und wir können es kaum erwarten, dieses fantastische Preischen an euch auszugeben. Und natürlich hoffentlich einen Gewinner zu krönen. Es nehmen schon einige teil, also macht mit. Viel Erfolg bei dem Giveaway und viel Glück an alle Teilnehmer. So, das war's dann aber auch für heute. Uff, also eine lange Sendung heute. Bin ja mal gespannt, was ihr davon haltet, wie euch das neue Format gefällt. Schreibt uns in die Kommentare, wie aufgeregt ihr seid, was die Neuerung angeht und wie ihr dieses neue Format haltet, wenn ich einfach mal so ein bisschen frei erzähle, was so in den letzten Shows gewesen ist und was es so Neues gibt. Und natürlich vergesst nicht zu abonnieren, wenn es euch gefällt und die Glocke zu drücken, damit ihr natürlich stets, wenn ein neues Video rauskommt, auch nichts verpasst und informiert werdet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Teilt das Video doch mit Freunden, Verwandten, Bekannten oder auch Unbekannten, dem Busfahrer zum Beispiel oder der Omi an der Bushaltestelle oder wem auch immer, wer auch immer dieses Video sehen sollte oder damit dieses Video eben auch ganz viele Citizen erreicht und wir und der Kanal auch wachsen kann. Oder darüber würde ich mich echt sehr freuen. So, bleibt uns treu und schaut auch in den Livestreams auf Twitch vorbei oder auf Discord. Die Links, wie gesagt, alle unter dem Video. Ich sag jetzt bis zum nächsten Mal in der Welt von Star Citizen, meine lieben Piloten. See you in the verse. Der Proof. Over and out.